Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Red Dead Redemption. In einer einst kopflosen Welt geht es nun weiter. Ich habe das Spiel neu geladen, denn wer die zweite Folge gesehen hat, weiß, es war sehr, sehr chaotisch, sehr komisch. Und nun gehen wir zum Haus der McFarlanes. First hell walks the earth and you turn up. Could my week get any worse? Oh, nice to see you too, Miss McFarlane. Oh, I thought you'd be dead. I heard things were bad in West Elizabeth. Sure. But it'll take more than an apocalypse to take me down. What are you? A demon or a cockroach? Both, I fear. How's your father? Fine and dandy. He should be coming out of that barn any moment now. Daddy! What's he doing in the barn? Daddy, John's here! Mr. Marston, you remember? That idiot bounty hunter. What was he doing in the barn? Just rounding up the undead and keeping them safe so the rest of us can go about our business. He's a real man. He's probably playing around with them. Daddy, stop teasing me! Now, come on now! How long's he been in there? Not long. Only since yesterday. Yesterday? I better go have a look for him. Would you, John? You are kind. Call out to me if you find anything. I will do. Okay, ab geht's. Okay, so komme ich nicht rüber. Na komm, ab auf die Leiter mit dir, John. Okay, das will er nicht. Ich will mit Anlauf rüberspringen. Ah, okay. Ich verstehe. Sorry about that. Drew, you all right? Okay, mit Zombies in der Scheune eingesperrt zu sein, ist auf jeden Fall nicht so geil. Drew, are you in here? Believing in reincarnation. Sorry, Mr. McFarlane. You were a good man. Wow, wie der sogar den Satz bei jemandem droppt, vor dem er eigentlich sehr viel Respekt hatte. Eieieiei. Ja, die Zombie-Apokalypse. Schrecklich, schrecklich. Tut mir leid, Bonnie. Wir haben schlechte Nachrichten für dich.
Well, John, you always do bring sunshine to my life. I'm sorry about your father. I'd like to say he died doing what he loved. But he never was one for eating folks. Not slathering from the lips and howling at the moon. I guess I'll content myself with saying that he died protecting those he loved. Indeed. Well, take care of yourself, Bonnie. You too, John. Gut, Leute, mit einem etwas düsteren Bild geht es hier aus der McFarlane Ranch raus. Und jetzt tun wir das, was wir im Hauptspiel getan haben. Von der Ranch rüberreiten nach Armadillo. Oh, Moment. Haben wir ihm geholfen? Lebt er immer noch? Every man for himself. I can't thank you enough. Please, take this. It's the least I can do. We got enough problems without stealing off each other. I ain't caused no trouble with nobody. Aber ist sie von mir jetzt schreiend weggerannt, weil ich eine Waffe in der Hand hatte? Oder was ist jetzt los? Eieiei. In dem Tonstudio muss man echt Spaß gehabt haben, ne, wo das Ganze aufgezeichnet wurde. Okay, für die Schrotflinte schon nachgeladen. Das Gewehr ist auch nachgeladen. Und den Revolver rüsten wir gerade mal aus. Vielleicht können wir auch hier nochmal kurz ein bisschen was finden. Ja, 11 Schuss. Fürs Gewehr ist ordentlich. Let's go. Gut, dann geht's jetzt ab nach Armadillo. Wir haben genug Munition. So, mal kurz schauen, welche Abzweigung wir dafür nehmen müssen. Okay, vielleicht machen wir kurz nochmal einen Abstecher zum Friedhof zuvor. Den ersten von 3 Friedhöfen säubern. Büffel eigentlich auch untot? Ich glaube schon, oder? Sah zumindest sehr danach aus. Arme kleine Pferd, das die ganze Stimmung hier noch miterleben muss, ne? Unbesuchte Orte wurden deiner Karte hinzugefügt. Mal schauen, was wir denn da alles bekommen haben. Ach ja, die Ortschaften kriegen wir hier quasi angezeigt. Okay, 3 Gebiete, wo wir noch nicht waren. In Mexiko waren wir auch noch nicht. Yeah.
So, Coots Chapelle. Lasset die Spiele beginnen. Ich glaube, bei den Friedhöfen wurde es irgendwann richtig hart im Spiel. Es regnet ja schon wieder. Immer wenn wir auf einem Friedhof sind, um irgendwas anzukokeln. Oh oh. Sie mich bitte in Ruhe, sehr geehrte Madame. Okay, noch einmal hier rüber schwingen. Ab jetzt ist lustig. Ah, nice, wir haben das Winchester-Gewehr schon. Oh, bei den Waffen gibt es auf jeden Fall auch noch super Waffen. Oh, die schnellen, kleinen, hechtenden. Schrecklich. Armer Horlick, starb alleine 65 Jahre alt. Alter. Ist auch irgendwie cool, dass so jeweils 65-Jähriger ein Boss ist. Lass mich in Ruhe. Sauber. Ja, und damit haben wir die nächste Gegend ein wenig hübscher gestaltet. Sehr schön. So, und jetzt geht's aber wirklich mal nach Armadillo. Die Sonne, geht sie gerade auf oder geht sie unter? Moment, das ist... Ist das Westen oder Osten? Okay, das müsste... Also das ist Westen, dann müsste die Sonne untergegangen sein. Let's go! Dann viel Spaß jetzt in der Nacht, John. Tja. Hätte sie keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können, um draußen mit Zombies zu spielen. Dass die hier auch hochkommen, ne? Oh, sorry. Oh oh. Nein, 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 nein. Nicht verbrennen, John. Nicht verbrennen. Auch nicht von Zombies fressen lassen. Oh. Oh, renn weg, renn weg. Renn weg, Mensch. What's
Gänsen hochspringen. Schaffe ich das? Ja! Halleluja! Die Skipperin kommt mit. They should keep going. We're gonna start going to church after that. Pop restriction? Great! Fight it on the ground! Das lohnt sich eigentlich immer. Ich meine, jetzt habe ich 5 Kugeln für den Revolver weggegeben. Für einen Punkt Fortschritt. Also in der reinen Munitionsrechnung ist es definitiv lohnenswert. Beim Wasserspeicher ist noch jemand. Wie bitte? Was? Nehm auf Seite, bitte so, ja. Oh mein Gott. Damit haben wir auch Armadillo befreit. Oh my God. So, mal schauen, wer hier eine Mission für uns hat. Aber erstmal suchen wir hier nach der Schatztruhe. Oder allgemein nach der Truhe. Nein, 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 nein. No, my mom, you murderer! Puh. Sie wollte zu ihrem Mann zurück, aber vertrau mir, Frau. Das wolltest du nicht. Heieieiei. Come on, let him go. Come on, boy, hey. Well, try to. Sorry, boys. But you didn't give me a whole lot of choice. Hello, John. Welcome to paradise. Hello, Marshall. Might have known you'd survive. What's going on? Do I look like I commune with the undead? Well, no. Well, then how would I know? My job is... Take care of the folk who live here. Oh, you heard that one. How's that going? How's that going? Well, let me put it to you this way. Cattle rustling and bank robbery are at an all-time low. But murder, blood drinking, and psychotic episodes seem to be somewhat prevalent. Either that, or I'm dreaming. That's what I'm hoping, too. How was it getting in here? It was crazy. Oh, they must be hiding again. They come in and... and just disappear. Town's been nearly overrun a couple of times. Now we're low on ammunition, and I'm 2 men down. I'll help you clear the place out if you like. You're a good man, John Marston. But before that, I'm gonna need my deputies back. What happened to them 2 clowns you had before? Gone? Maybe. I sent Jonah off to look for Eli. They've both been gone for several hours now. Who'd want to eat one of them?
That's a good question. Where'd you send them? Out near the general store. Jonah's got one of these new guns. I'm sure he can't run into any trouble. These things, they'd stop an elephant. Thank you. No, thank you. I'm sure you got your own troubles. Aber damit lohnt sich auch die Nebenmission extrem, denn man bekommt schicke Waffen. Zumindest wenn man es immer zumindest gerade annimmt, kurz. Ja, natürlich erfüllen wir sie auch. Hey Mister. Hey Bart. You seen a couple deputies nearby? Marshall's boys, Jonah and Eli. Are they Jews, Mister? They sound like Jews. I don't know. Why? Why? This whole thing is nothing but a Jewish plot. You do know that, don't you? I find that highly unlikely, amigo. Well, I don't like Jews. Or colored folk. Or natives, now that you mention it. Well, you're a nice, kind-hearted man to meet in a time of trouble. Kind does not come into it. Why? What are you talking about? Why? I bet you like Catholics. I can't stand them neither. Nor women. Fabians, socialists, homosexuals, Asians, or British. Between them, they've ruined this country. Ruined it. It was a good country once. Now people are eating each other. And it's all the fault of the Jewish, British, Catholic, homosexual elite and their ideas. Well, I, for one, won't stand for it. Have you ever met a Jewish person? Thankfully not. Or a British Catholic homosexual? Not in my store. Oh, I get it. I see you acting clever. Well, let me tell you this. The Jews killed Lincoln. That's why there is a triangle on the money. And they run Europe like one of them Arabian harems. Now they've sent this here plague to kill all us decent folk. Yep. You, sir, are truly a remarkable fella. Thank you kindly. I must say, it's a rare pleasure to meet someone with such a grasp on human history. You take care of yourself. I'd hate to see you get savaged by someone and watch the life force drain from your hate-filled body. Hey, hold on there. Why don't you join me in my fight, sir? It's not too late. I fear it is for me. Then I will fight them alone. All of them. America is the land of the free. And that means free to people like me, Herbert Moon. Absolutely. No! Oh, no, no! No! Ja, die Zombies sind ja doch zu was gut. Karma. So, da sollen sich jetzt mal die anderen drum kümmern. War hier nicht was in der Scheune? Ich überlege gerade. Zumindest ist man da im Hauptspiel jemandem begegnet. Ah ne, es wird mir schon angezeigt auf der Karte. Oh je. Hello, boys. Marshall sent me, need some help. Guess you got other plans. Seriously, enjoy your meal, no problem. Easy now, gentlemen. Remember all the fun times we had? Uh-oh. Wie die direkt dabei zugesprintet kam. Ah, tut mir leid, Marshall. Die beiden
Hatten sich zum Fressen gern? Oh mein Gott, wo kommt der denn plötzlich her? Das ist der Ladenbesitzer von eben. Ja, sehr überzeichnet natürlich, aber ich fand's auch ziemlich lustig, wie vorurteilsgeprägt quasi der Verkäufer war. The Rockstar Games baut ja immer wieder so Sachen ein. Wie gesagt, vielleicht ein bisschen plump, aber es ist auf jeden Fall ganz lustig gewesen. Der lebt ja immer noch. Na gut, der hatte super viele Eigenschaften. Mit einigen muss man ja heutzutage auf jeden Fall auch irgendwie klarkommen, dass Leute sie haben. Dass der zum Beispiel was gegen Juden hat oder gegen Homosexuelle. Der hat dann irgendwann, also irgendwann wird es wirklich absurd, bis hin zu den Briten und so. Was halt nicht so vertreten ist. Deswegen, ja, schön überzeichnet nochmal am Ende. Hello, John. Hello, Marshall. So, you find the boys? I found them. I understand. Oh, but it was fast for them. It was fast. And they died with their bellies full. Well, one of them did. Good. And there's Jonah's gun. Here, you keep it. After all, you earned it. Thank you. Take care of yourself, John. You too, Marshall. Eieieiei. Ja, es tut mir natürlich sehr leid für den Marshall, dass wir ihm sowas berichten mussten. Aber immerhin sind wir in Armadillo nun sicher und können uns hier schlafen legen. Ich glaube, ein Päuschen hat sich John Marston auch heute definitiv verdient. Und wenn ihr viel Spaß hattet, dann könnt ihr ja selbstverständlich auch was machen, um John Marston hier im Kampf gegen die Zombies zu unterstützen. Lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Und nächstes Mal geht's dann weiter bei Red Dead Redemption. Danke, dass ihr dabei wart und bis demnächst. Haut rein!